Ich esse mittlerweile schon seit über 5 Jahren kein Fleisch mehr und habe in diesen letzten 5 Jahren ziemlich viel Erfahrung, was das Ganze mit Veganismus, Vegetarismus etc. angeht, gesammelt. Und es gibt einige Sachen, die ich, bevor ich Vegan bzw. Vegetarierin geworden bin, sehr gerne gewusst hätte. Und diese Sachen möchte ich heute einmal mit dir teilen. Viel Spaß bei dem Video. Ich glaube, der erste Punkt, den man oft nicht bedenkt, ist auf jeden Fall, dass man die Dinge langsam angehen kann. Das heißt, vegan sein ist keine Entscheidung von heute auf morgen, beziehungsweise muss das gar nicht sein. Für mich persönlich war das eine ziemlich radikale Entscheidung, nenne ich das Ganze mal, denn ich wurde tatsächlich in der 5. Klasse, glaube ich, von einem auf den nächsten Tag Vegetarierin und habe aufgehört, komplett Fleisch zu essen. Und auch der Schritt zum Veganismus war mir relativ schnell und impulsiv, wenn man das so nennen kann, denn ich habe damals eine Dokumentation angeguckt und habe mich dann entschieden, vegan zu sein. Aber so wie ich es gemacht habe, muss man es nicht machen. Also das ist jetzt nicht dieses Paradebeispiel, wie das immer sein muss. Denn man kann das Ganze auch langsam angehen. Meine beste Freundin zum Beispiel ist Vegetarierin, aber keine Veganerin, aber isst sehr, sehr viel Veganes und versucht so das meiste, was sie isst, vegan zu essen. Und das ist auch vollkommen okay und vollkommen gut und auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Falls du jetzt noch Fleisch isst, aber irgendwann mal Veganerin werden möchtest, würde ich es dir empfehlen, das Ganze langsam anzugehen und vielleicht erstmal aufzuhören, generell Fleisch zu essen, dann aufzuhören, Fisch zu essen, dann vielleicht aufzuhören, Gelatine zu essen. Mach das Ganze einfach in deinem Tempo und so, wie du dich wohlfühlst. Und du musst nicht diesen radikalen Schritt von heute auf morgen machen, da ich denke, dass das eher abschreckt und man dann vielleicht eher zurückfällt. Du musst nicht vegan sein und dich als Veganer, Veganerin bezeichnen, um etwas Veganes zu essen. Ich glaube, wir Menschen haben so dieses Mindset von wegen, das ist vegan, das ist für die VeganerInnen und nicht für mich. Das heißt, wenn ein nicht veganer Mensch in einen Eisladen geht und dann 10 verschiedene Eissorten sieht und an 3 Eissorten steht vegan dran, die anderen 7 sind mit Sahne, mit Milch, mit Ei, wie auch immer, ist ja eigentlich auch egal. Denke ich persönlich, ich kann es nicht sagen, aber ich habe persönlich das Gefühl, dass diese Menschen dann eher zu den nicht veganen Eissorten greifen würden, einfach weil da vegan dran steht. Und weil sie sich denken, das ist nicht für mich, das ist für Veganer und das ist für die Person so abschreckend. Aber ich kann euch sagen, ihr müsst nicht vegan sein, um etwas Veganes zu essen. Das heißt, du kannst auch auf vegane Alternativen zurückgreifen, auch wenn du noch nicht vegan bist. Du kannst auch Ersatzprodukte essen, wenn du nicht vegan bist. Ich kriege auch öfter Nachrichten von Leuten, die sagen, ich würde so gern Veganerin, Veganer werden, aber in der Schule muss ich immer Fleisch essen, weil es nur dort Gerichte mit Fleisch gibt, etc. Und hier ist so mein Tipp an euch, du musst ja nicht komplett vegan sein, um etwas Veganes zu essen. Das heißt, du kannst auch zu Hause, bei Freunden generell immer vegan essen, aber in der Schule halt mal Fleisch essen. Aber nur weil du in der Schule Fleisch isst, heißt es nicht, dass du zu Hause auch Fleisch essen musst. Trenn dich so ein bisschen von dieser Schublade, in die du reingesteckt wirst, von wegen, ich bin Veganerin, ich bin Fleischesser. Auch als Fleischesser, Fleischesserin kannst du auch vegan essen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und nehmt das nicht irgendwie falsch auf, aber kommen wir jetzt mal zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist nämlich, dass es okay ist, sich am Anfang auch nach Dingen zu sehen und Dinge sehr gerne noch essen zu wollen. Ich glaube nämlich, dass wir uns wirklich auch emotional an bestimmte Lebensmittel, bestimmte Gerichte vielleicht binden und es dann erstmal komisch finden, das nicht zu essen und doch erstmal nicht zu ersetzen, wie auch immer du das da vorhast. Beispielsweise, wenn du jeden Morgen Käse gegessen hast und dann von heute auf morgen einfach kein Käse mehr isst und nicht nur der Käse weg ist, sondern auch dein morgendlicher Kakao erstmal weg ist, dann das Salami-Brot am Abend weg. Es ist halt erstmal eine ziemlich große Umstellung. Also jetzt darf ich auf jeden Fall sagen, versuch das Ganze zu ersetzen mit veganen Produkten, aber dazu kommen wir später noch. Was ich eigentlich erstmal sagen wollte beim dritten Punkt, ist, dass es okay ist, sich am Anfang nach diesen Dingen zu sehen und zu sehnen und zu sagen, ich würde das gerne noch essen und ich möchte das irgendwie gerade voll gerne essen und dass dieses Gefühl normal ist. Ich habe es gerade schon angesprochen und zwar geht es jetzt bei 14 um das Thema Sachen ersetzen. Wenn du jetzt beispielsweise jeden Morgen ein Käsebrötchen gegessen hast, dann rate ich dir, ersetzt dieses Käsebrötchen jetzt nicht mit einem Apfel, einer Karotte, einer Gurkenscheibe und so weiter, sondern ersetze dieses tierische Produkt in ein leckeres, geiles, veganes Essen. Weil ich kann es halt komplett nachvollziehen, wenn Leute davor super viel geiles Essen gegessen haben und dann das Ganze ersetzen mit irgendwie einem Apfel oder so als Mahlzeit, dass man dann lieber wieder zurückgehen möchte zu dem Nicht-Vegan-Sein. Aber ich rate dir wirklich, deinen Horizont zu erweitern und wirklich coole Rezepte rauszusuchen, die wirklich lecker schmecken, denn vegan kann lecker sein und vegan kann richtig, richtig gutes Essen sein. Such dir tolle Rezepte raus und versuch nicht alles irgendwie wegzulassen, aber nichts Cooles Neues hinzuzufügen. Den fünften Punkt möchte ich eigentlich nicht so gerne zugeben, weil es mich selbst traurig macht. Aber der fünfte Punkt ist, dass nicht jedes vegane Essen gleich gesund ist. Ich habe mal diesen Spruch gehört von wegen, seitdem ich vegan lebe, denken alle entweder, dass ich total gesund bin oder dass ich total ungesund bin. Und ich glaube, es gibt wirklich irgendwie dieses Klischee, dass man entweder total ungesund ist und Vitaminmangel hat, Proteinmangel hat und so weiter. Oder dass man ja nur Gemüse und Obst isst und so gesund lebt und sehr healthy
Profi ist und so weiter. Aber ich würde beiden krassen Meinungen erstmal widersprechen und möchte in diesem Video mal nicht weitergeben, dass nicht jedes vegane Essen gleich total gesund ist. Denn ja, es gibt auch Vegan Fast Food und es gibt auch nicht so gutes veganes Essen. Du könntest doch einfach nur zu jeder Mahlzeit irgendwie einen Toast essen mit Bionella oder so und das wäre trotzdem nicht gesund, auch wenn es vegan ist. Also du musst trotz deines Veganismus dich ausgewogen und gesund ernähren. Das ist halt keine Garantie. Also wenn du vegan bist, heißt es nicht direkt, dass du total gesund bist, sondern du musst trotz auf deine Ernährung achten und dich ausgewogen und gesund ernähren. Den sechsten Punkt habe ich relativ spät gelernt in meiner Experience mit dem Veganismus. Und zwar ist das, dass es okay ist, dich nicht ständig rechtfertigen zu müssen und dass es okay ist, nicht ständig the vegan movement zu unterstützen und zu rechtfertigen und sich immer dafür einzusetzen. Am Anfang habe ich noch relativ oft mit anderen Leuten diskutiert, wenn sie mich darauf angesprochen haben, warum ich denn Veganerin bin, warum ich kein Fleisch mehr esse. Und habe ich dann auch relativ oft drauf eingelassen, habe versucht, dann wirklich dazu argumentieren. Mittlerweile mache ich das fast gar nicht mehr. Das mache ich nicht, weil es mir egal geworden ist oder weil ich Aktivismus nicht gut finde. Ich finde Aktivismus sehr wichtig und auch sehr gut. Aber es nervt einfach, da ich in meinem Umfeld auch einige Personen jetzt schon erlebt habe, die total beratungsresistent sind, die mir nicht zuhören und denen es nicht wirklich um das Wissen an sich geht und die Fakten an sich geht, sondern einfach nur um das Diskutieren geht und das Fertigmachen geht. Und das muss ich mir dann nicht geben, das musst du dir auch nicht geben. Das ist keine Sache, die du akzeptieren musst. Natürlich versuche ich weiterhin öfter darüber aufzuklären, was ich auch hier auf YouTube und auf Social Media generell mache. Und wenn andere Leute mich fragen, beantworte ich ihre Fragen natürlich auch. Ich versuche andere Leute zu inspirieren, zu motivieren. Aber wirklich diese ständige Rechtfertigung wird nach einer Zeit einfach nur nervig und ist auch wirklich nicht notwendig, weil viele Leute einfach zumachen und nicht mal zuhören. Das waren jetzt einige Tipps für mich. Ich hoffe sehr, dass sie dir vielleicht ein bisschen geholfen haben und dein zukünftiges veganes Leben etwas einfacher machen. Falls dir dieses Video gefallen hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns sehr bald auch mal hier wiedersehen. Also vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Tschüss!